Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich schon auf meinem kleinen Twink hier auf Kazak und diesmal wollen wir uns auch im Auktionshaus ein paar Sachen rauskaufen. Wir hatten ja in den letzten Videos ein bisschen drüber gesprochen, ob ich es mit der Tabelle machen soll, ob ich es einmal zeigen soll, was ich kaufe. Die meisten Leute waren dafür, dass ich so ein bisschen den Kaufprozess euch zeige, was ich mir so rauskaufe. Ist vielleicht auch dann ein bisschen interessanter. Keine Sorge, die Tabelle gibt es trotzdem, wo wir uns dann alles zusammenfassen. Ich habe hier auf Kazak schon mal ein bisschen durchgescannt. Und dort sind mir ein paar Sachen ins Auge gestochen, die ich ganz gerne kaufen wollen würde. Die Geschichte ist jetzt, es sind hier auch einige Items drin, seht ihr auch relativ günstig teilweise, aber die sind alle aus Zul'Gurub. Und da ich mir ja eh noch die Rezepte alle besorgen werde und die dann alle selber craften kann, macht es eigentlich keinen Sinn, die jetzt hier rauszukaufen. Ne? Vor allem das Gecraftete ist dann auch ein gutes Stück günstiger, als was es jetzt hier im Auktionshaus ist. Ich habe mir schon ein bisschen geguckt, also das sind alles ZG-Sachen hier, das sind relativ viele. Das erste Item, was interessant wird, was jetzt hier nicht aus ZG ist, ist tatsächlich dieser abgenutzte Speer. Und das ist ein weißes removedes Item. Kostet jetzt hier knappe 100.000 Gold. Ich habe jetzt auch schon mal geguckt gehabt, inwiefern das auf anderen Servern günstiger ist. Ich glaube, der ist 4- oder 5-mal in EU drin. Und einer ist noch, glaube ich, auf 90k irgendwo. Aber da müsste ich mir wieder einen Char machen und alles. Also der ist hier schon halbwegs günstig, sagen wir es mal so. Der zweitgünstigste in der ganzen EU, heißt, den werden wir uns hier kaufen. Und das zweite, was wir uns hier kaufen werden, ist hier Mondheld des Katana. Und zwar, das ist ein Warlords of Draenor, nee, nicht ein Warlords of Draenor, ein Wattle World Drop quasi. Und auch das habe ich mir schon rausgesucht. Ah, das habe ich sogar noch offen. Wartet, jetzt kann ich mir das vielleicht mal rüberziehen. Wo haben wir es? Hier. Und zwar, der Durchschnittspreis sind sonst... Sind es Millionen? Ah ja, 3 Millionen aktueller Preis, sagt er. Und ihr seht, das hier ist die Liste, ne? Es gibt hier auf Silbermond eins für 99.000, hier eins für 120k und dann gibt es noch eins für 200 oder 300.000, eins für 1 Million und die restlichen kosten alle 5 Millionen, 6 Millionen hier und das ist die komplette EU. Also davon gibt es halt nicht sonderlich viele und sonst habe ich das immer nur für mehrere 100.000 gefunden. Jetzt 120k ist hier vollkommen in Ordnung für. Und ich würde sagen, das tüten wir uns auch noch ein. Sonst, jetzt gucken wir mal, ob sonst noch irgendwas drin ist, wo ich sage, removed, irgendwas, was ich unbedingt brauche. Ne, das sind alles die Sachen aus ZG. Ich muss jetzt dann mal die Rezepte alle zusammen besorgen, dass ich die Sachen mal hier rauskriege, weil das müllt es natürlich ungemein zu. Okay, ne, das ist auch... Okay, und über 200k gucke ich ja aktuell nicht, ne? Weil jetzt erstmal die ganzen günstigeren Sachen zusammen kaufen. Gut, jetzt nehmen wir die mal raus. Kann ich die beide lernen mit dem Launcher? Ah, nee, das ist auf Stufe 27. Das muss ich dann halt auf den Twink schicken. So, dann können wir das schon mal eintragen. Dann kann ich euch was zeigen. Ich ziehe das jetzt mal rüber, dass ich das einfach schön rein copy und pasten kann. Also, wir hatten uns den Speer gekauft. Und zwar für, sagen wir mal, runden wir es auf, 100k waren das. Und das ist weiß... Weißes removedes. Stehen hab weiß removed. Okay. Und dann hatten wir hier das Teil gekauft. Das Katana-Ding. Ah, Moment, das mache ich jetzt ein bisschen anders in meiner Tabelle. Das gefällt mir so nicht. Muss ich vielleicht auch mal ein bisschen weitermachen. Und das haben wir für 120 gekauft. Das war ein ganz normales, einfach ein removedes. Wir jetzt schon mal 220.000 zusammen. Okay, jetzt kann ich euch das mal kurz in der Tabelle auch zeigen. Also erstmal den Speer, wo haben wir es? T-Mog-Teile, also der Speer, der war removed, der müsste irgendwo hier dabei sein. Wie hieß der jetzt genau? Abgenutzter Speer, jetzt schauen wir mal. Abgenutzter Speer. Ah, hier haben wir den abgenutzten Speer, den können wir schon mal rausschmeißen. Diese grauen und weißen Items habe ich jetzt hier unten mal noch zusammengefasst, ne? Vielleicht pflege ich die dann irgendwann mal hier oben in die Tabelle mit ein. Und das andere Item, was wir hatten, war ein Item hier, Moment, wo haben wir es? Ah ja, hier unten sind die Sachen, die World Drops. Seht ihr, es sind jetzt noch 3 World Drops, die ich brauchte. Jetzt haben wir uns das Katana gekauft, das ist das hier. Dann fliegt auch raus.
Dann habe ich jetzt quasi nur noch zwei. Eins in Wortel und eins in WoD. So langsam wird es mit den World Drops echt besser, ne? Sind es auch noch 61 Items nur, die ich brauche. Schau mal, die gehen sogar auf eine Seite schon. Zumindest die Kameraabdeckung deckt jetzt hier unten ein bisschen was ab. Aber das sind die Items, die jetzt noch im Spiel kriegen kann, die nicht weiß oder grau sind. Das sind nicht mehr viele, ne? Also die BOE sind, ne? Klar, sonst sind es ein Haufen mehr. Plus natürlich noch die paar weißen, die ich hier habe. Das sind auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Die kommen dann oben drauf, sind 67. Gut, dann haben wir die ersten paar Items schon mal. Die schicke ich jetzt mal, oder das eine kann ich schon mal lernen. Und das andere muss ich nur auf den Twink schicken, dass ich das einmal lernen kann. Der auf dem Plattenschar, der kann alles lernen. Gut, dann gucken wir mal weiter. So, Dalla, ich bin auf dem nächsten Server eingeloggt. Und zwar habe ich nach ein paar Toys gesucht auf allen möglichen Servern. Und da habe ich gesehen, dass hier auf Arator alle drei Toys, die ich haben will, drin sind. Jetzt habe ich da auch schon ein bisschen Gold über ein paar Rollen rüber gebastelt. Ihr seht, ich habe mir hier Rollen der Stärke gekauft im AHA. Also quasi erstmal alle rausgekauft, ne? Dann dementsprechend mit meinem Twink die hier eingestellt, diese Rollen. Für 999 Gold, da waren blöderweise noch ein paar mehr drin, die habe ich dann mit dem anderen Schal gekauft und jetzt haben wir hier 300k, davor habe ich das auch schon mal mit ein paar weniger gemacht. Das Problem ist, mit dem verbündeten Volk kriegt man nur ein Gold am Anfang, deswegen musste ich das jetzt auf zweimal machen, zweimal eine Stunde quasi warten, bis das Gold da ist. Das haben wir jetzt auch. Und ja, insgesamt habe ich da jetzt 19.000 an Transaktionsgebühren gezahlt, ne? Das Auktionshaus nimmt hier immer 5%, aber das Schöne ist, wir können uns jetzt ein paar Sachen kaufen. Und zwar, ich wollte hier einmal diesen, dieses Temok-Teil kaufen. Hier große schlammbedeckte Klinge. Die gibt es nämlich aus dem Gluthof raus, aus so einer komischen Kiste. Und ich sag's euch ehrlich, ich habe keinen Bock jetzt nochmal ewig im Gluthof zu gucken, dass ich das Ding krieg. Auf den meisten Servern ist es hier relativ teuer drin. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt hier für 50k kann ich es rauskaufen, ist das Ding weg und gut ist es. Das ist eines der wenigen Items, die ich quasi ingame noch kaufen kann für, also von den grauen und weißen Teilen, die nicht removed sind. Ich würde sagen, das holen wir uns jetzt mal hier für 50k. Und dann habe ich noch insgesamt drei Spielzeuge, die können wir jetzt wahrscheinlich auch in dem Tab sehen, die normalerweise so zwischen 200.000, 300.000, 400.000 kosten. Sowas Pi mal Daumen. Das sind diese Toys, die man als Inji quasi herstellen kann. Und, naja, beziehungsweise nicht als, ja, du kannst die über Inji kriegen, das funktioniert. Okay, da lädt es zu lang. Machen wir es anders, machen wir es hier. Genau, da sind sie. Diese Toys kriegt man, indem man als Inji was Bestimmtes skillt, das heißt verschrotten einmal. Und wenn man das geskillt hat, dann kann man Bomben schmeißen und so Sockel in sowohl in den Kopf als auch in den Inji-Handgelenke setzen, mit dem man dann alle 10 Minuten quasi eine Bombe schmeißen kann oder Unsichtbarkeit aktivieren kann. Da gibt es verschiedene Sachen. Dieses Mal, wenn man das macht, gibt es eine Chance, dass man Schrottteile kriegt. Die Schrottteile kann man wiederum dann verschrotten mit einer Fähigkeit. 5 Stück braucht man und da hat man wiederum eine Chance, ein Toy rauszukriegen. Ich mache das seit Monaten jetzt. Ich kriege diese Kacke einfach nicht. Ja, und wie gesagt, sonst sind die Preise immer so 200.000, 300.000, 400.000. Ihr seht hier auch mal Durchschnittspreis, regionaler Marktwert. 346.000, 300.000, 300 irgendwas 1.000. Hier sind sie alle für jeweils 100k drin. Ich weiß, das ist ein Haufen Gold, aber das ist ein, dass ich auf einem Server alle für diesen Preis gefunden habe, ist tatsächlich ein Schnapper. Ja, ich sag's euch, jetzt haben wir die Dinger auch weg und ich muss nicht mehr immer mit meinem Inji-Char versuchen, das Zeug zu kriegen. Es war jetzt einiges an Gold und ich würde sagen, das tragen wir jetzt auch kurz in die Tabelle ein. Aber dann sind wir toy-technisch auf jeden Fall wieder gut aufgestellt. Jetzt schaue ich bloß, dass ich die ganzen Items mit Eintrag. Also, jetzt haben wir quasi drei Toys und das Ding hier, die Klinge, die tragen wir ein. Da haben wir jetzt 50.000 für gezahlt. Das war ein ganz normales graues Item. Und dann haben wir quasi die drei Toys, die tragen wir auch ein. Jeweils 100k, also ich denke mal, das war eine gute Investition. Ich habe jetzt nämlich die Undermine Journal nachgeguckt. Es gibt den ein oder anderen Servern, wo eins noch ein Ticken günstiger für 90k drin war, aber das war jetzt der einzige Server, wo ich alle drei gefunden habe für einen sehr guten Preis. Also da kannst du nichts sagen. Auf zwei Servern war ich sogar mit am günstigsten mit den 100k und eins war, wie gesagt, nochmal für irgendwie 90k oder so drin, wo ich sagen kann, ja, das könnte man sich überlegen. So, dann haben wir jetzt noch die 19k Transkosten. Trans. Und dann sind wir jetzt mit dem Zeug, das war jetzt alles relativ teuer, jetzt kann ich da mal Toy reinschreiben, Toy, schon relativ teuer dabei, haben wir schon fast 600.000 ausgegeben, also ihr seht, da geht das Gold schon raus. Gut, dann würde ich sagen,
Lerne ich die hier einmal. Und dann locken wir mal noch weiter. Achso, ich muss das nur wegschicken, ne, dass ich es lernen kann. Muss ich mir noch einen Testschar machen? Gut, das mache ich jetzt gleich mal. Dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Sodala, ich bin weitergelockt auf mein Main. Und ja, ihr seht gerade, der sieht hier wie ein Troll aus. Er ist ja normalerweise ein Elf. Liegt an dem Buff, den ich mir geholt habe. Und zwar kann man mit diesem Wahnsinnsbuff in ZG so Haufen aufmachen, wo es dann dementsprechend Haufen Rezepte rausgibt. Und die sind ja jetzt mit Patch 10.07 reingekommen. Da habe ich jetzt sehr viele gekriegt, also ich habe fast alle Rezepte aus den Haufen rausbekommen, die ich haben wollte. Ein paar fehlen leider noch. Und ja, ein bisschen was habe ich auch hier übersehe, die kann ich dann selber noch verkaufen und zu Gold machen. Wir wollen uns jetzt aber ums Gold ausgeben kümmern. Und jetzt gucke ich mal, welche Schmiede- und Lederrezepte ich hier noch drin habe. Und ich würde sagen, wir kaufen ein paar, ne? Also gut, hier das 600k-Rezept ist mir ein bisschen teuer, aber die anderen können wir uns mal holen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die Armschienen für 7000. Dann haben wir das hier für 9,2. Hier noch eins für 9 irgendwas, weil ich habe jetzt so viel in ZG gefarmt, die restlichen Rezepte kaufe ich mir jetzt einfach, ne? Das sind jetzt noch ein paar, die fehlen. Ursprünglich waren es, glaube ich, 50 Rezepte, die es da drin gibt und jetzt bin ich auf ein paar runter. Klar, das sind jetzt nicht nur Schmiedekunst- und Lederrezepte, ne? Aber die hauptsächlichen sind, das brauchen wir noch. 30k. Muss ich überlegen, soll ich das... Ach komm, scheiß drauf. Wenn dann machen wir hier 45, nehmen wir das auch noch mit. Das für 600, passe ich jetzt erstmal noch. Ich hoffe, das wird nur irgendwie ein bisschen günstiger. So. Lernen wir die alle. Und dann kann ich theoretisch auch gleich nochmal gucken, wie es aussieht, wenn ich mir die alle einmal craften will. Was wir dafür dann noch raushauen müssen. Jetzt können wir dann gleich nochmal gucken, was jetzt noch fehlt. Mal rein. Einige habe ich auch während den Boss-Runs tatsächlich gedroppt bekommen. Genau, jetzt fehlen quasi noch eins daraus. Wo, ich weiß nicht, warum das so arschteuer ist. Anscheinend ist das, hat das wahrscheinlich eine seltenere Drop-Chance. Das hatte ich jetzt hier auch nicht dabei. Das war das einzige epische, was ich bei meinen Runs nicht rausgekriegt hatte. Und dieser Amboss, ne, der ist aus Dragonflight, der fehlt mir noch. Gut, was habe ich jetzt ausgegeben? 145k für Rezepte. Das können wir jetzt hier schon mal noch. 100k. Schreiben wir mal hier ZG-Rezepte rein. Das noch. Und dann schaue ich jetzt mal, dass ich die ganzen Sachen auch einmal crafte. Und guck mal, was das kostet. Sodala, jetzt habe ich einmal relockt, dass wir das Gold hier wieder auf 0 gesetzt haben. Und jetzt schauen wir mal, was die Mats sind, Mattkosten sind, ne? Weil die Sachen immer hart zu kaufen macht keinen Sinn. Ich denke mal, die sind mit den Mattkosten deutlich günstiger, wenn wir einfach den Stuff so rauskaufen. Und zwar habe ich hier einen Addon, wo wir das alles schön zusammen tracken können, was wir da brauchen. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. So. Na gut, manche Sachen kosten halt dann doch schon ein bisschen was, ne? Theoretisch, wenn ich es ins AH stellen würde, könnte man da auch noch ein gutes Ding machen, aber ob sich das dann verkauft, ist dann immer so die Frage. Gut, das sind jetzt die Ledersachen und jetzt schauen wir mal bei Schmiedekunst, da müssen wir wahrscheinlich auch auf Classic runtergehen. Da sind aber viele, gut, da fehlt mir jetzt halt das eine noch, ne? Aber wir packen das jetzt mal alles rein, tracken das und dann kaufen wir das mal auf einmal, den ganzen Stuff. Ich vermute mal, das müsste... Müssten immer relativ ähnliche Mats sein, ne? Dann kann ich das einfach mal in Massen kaufen. Okay, das sind doch mehr Sachen. Ach, das... Das wird doch ein bisschen teurer, als ich dachte. Gut. Wird denn da kein Item angezeigt? Nicht, ob das ein Item ist, ehrlich gesagt. Ja, Hakari wiedergeboren. Kommt da ein richtiges Item raus? Ja gut, wir gucken jetzt einfach mal. Wir werden sehen. Also das wird jetzt, ist jetzt hier eine... Ach, das kann ich nicht, kann ich quasi nicht runterfahren. Okay, jetzt... Ui, ja, der ist aber ganz schön teuer. Naja gut, komm, scheiß drauf. Das hilft ja nix. So, da brauchen wir dann 7 Stück.
Eine Auktionshausfehler. Okay, ich habe es aber gekauft, so wie es aussieht. Ich brauche, what the fuck, brauche ich einen Haufen Arkanitbahn. 104. Naja, da kommt schon auch ein bisschen was zusammen. Dann brauche ich was für den blauer Saphir. Den hier brauche ich, und zwar 2. Wahrscheinlich fehlen am Ende eh wieder Mats. Dann brauche ich hier den Diamanten, und zwar 1. Okay, dann den Wächterstein. Da brauchen wir auch 1. Dann die goldene Perle, da brauchen wir auch 1. Dann die Dunkelrune, da brauchen wir wie viel? 21, 5 habe ich, also brauche ich 16, oder? Ja. Echtsilberbarren, da brauchen wir 43, nee, 34, so, ich habe es richtig eingetippt, falsch gesagt, perfekt. Dann brauchen wir hiervon 30. Dann den Thoriumbarren brauchen wir 99 minus 15. Also 74, oder? Schauen wir mal. Nee, das passt nicht. 84 brauche ich. Mache ich jetzt hier den verdichteten Stein. Gut, der kostet so gut wie gar nichts. Da brauche ich 8 Stück. Dann brauche ich verzauberter Thoriumbahn. Brauche ich 176. Oh, wo war ich jetzt? Laboratoriumbarren. Ach, du heilige Scheiße, brauchen wir noch viel Zeug. Richtig teuer. Genau, dann brauchen wir das mächtige Mojo. Und zwar brauchen wir da... will ich das jetzt im Kopf rechnen? Komm, ich kaufe einfach 70, scheiß drauf. Das 50, das kostet nicht so viel. Ist es schon spät, Leute. Ihr müsst mir nachsehen. Verzaubertes Leder, 54. Kann ich jetzt ganz runter scrollen? Fläschchen, nee, es ist immer noch zu viel. Das kostet aber einen Haufen. Fläschchen. Dann Teufelstoff, da brauche ich 4 Stück. So, jetzt müsste es gehen, oder? Mondstoff. Brauchen wir wie viel? 21. Dann... Heiligen Balk brauche ich 42. Okay, dann hier haben wir noch einen Giftbeutel. Den brauchen wir 16 Mal. Dann haben wir das Fleder... das ist aber teuer, das Fledermausleder. Die Fledermausleder brauche ich 74. Dann das Tigerleder. Ist ähnlich teuer. Tigerleder brauche ich 50. Dann von dem Mojo brauche ich 20. Halt, jetzt habe ich meine 120 gekauft. 20 habe ich gesagt. Dann brauchen wir so einen komischen großen Trank. Okay, den brauchen wir 1 Mal, oder? Wo war ich jetzt? Ne, den brauche ich 3 Mal. Halt, stopp. Mal den Trank. Dann brauchen wir so ein Elixier. Falsche. Nee, den hatte ich gekauft. Das hier, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich durcheinander. Ich glaube, ich muss den Rentnermodus anmachen. Das hier muss ich kaufen. Und zwar... 8 Mal. War jetzt wieder falsch. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe ich das gekauft? Sieht das genauso aus wie der andere Trank? Welchen habe ich jetzt gekauft? Ja gut, jetzt bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber warte mal, ich kann ja die gekauften Sachen aus dem Postkasten nehmen. Dann müsste in dem Add-on abgehakt sein, was ich schon habe und was ich noch brauche. Was ist das jetzt hier? Ach, da ist noch irgendwas anderes gekauft, okay. Gut, okay, jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt kann ich quasi hier weitermachen. Wächterstein, habe ich anscheinend nur eingekauft. Da brauche ich noch 10. So. Nicht, dass man, gut, ich kann es dann alles wieder verkaufen, ne? Das ist jetzt nicht so der Stress, wenn ich es dann verkacke, aber im Optimalfall will man es ja nicht, weil Auktionshaus-Cut und so, da zahlst du dann im Endeffekt nur ein bisschen drauf und das wollen wir ja tunlichst vermeiden. Da wollen wir auch
noch zwei. Dann brauche ich hier 30. Gut, Herz des Feuers ist jetzt nicht teuer. Dann brauchen wir noch die Schildkrötenschuppen. Dann haben wir es. Aber bekanntlich ist dann hier alles abgehakt. Ich brauche dann aber trotzdem noch mehr. Also so war es bis jetzt. Was haben wir jetzt ausgegeben? 200k sind es bestimmt, oder? 100? Nur 100k? Hätte ich jetzt gedacht, dass das mehr waren, ehrlich gesagt. Na gut, waren nur ein paar Sachen dabei, die tatsächlich teuer sind. Gut, die Ledersachen vermute ich mal, kann ich jetzt alle so bauen. Bei Schmied muss ich dann halt gucken. Also, bin gerade überlegen, ja, ich habe einen Kettenschall hier auf dem Server, dass ich es auch lernen kann. Jetzt war ich gerade am überlegen, nicht das... Wie kann man eine optionale Regenz reinmachen? Ah, man kann das Item-Level ändern. Interesting. Stimmt, das geht ja auch noch. Wahrscheinlich könnte ich sogar das Item-Level relativ hoch setzen. Das ist sogar nahezu mit aktuellem Gear. Naja, wobei aktuellem Gear wahrscheinlich nicht, aber zumindest, dass man hier in der Expansion anfangen kann zu leveln, ne? Ja. Obwohl das höchste ist 163. Naja, gut. So, okay, dann haben wir jetzt die Leder- und Dingsachen schon mal alle gebaut. Gucken wir mal. Also das Lederzeug kann ich direkt lernen. Hier 19k wäre das wert. Das ist 9k wert. Kann das Leder auch eine Faustwaffe herstellen? Interesting. Auch gelernt. Gut, das hier muss dann zu meinem Kettenchar. Die drei Teile. Ne, es sollten vier. Ah, vier Teile sein. Das ist was anderes. Okay. Und jetzt schauen wir mal noch beim Schmied, was da so geht. Bei hier müssten es aber noch mehr Items sein. Blutige uralte Muster. Ah, Moment. Da ist, glaube ich, noch mehr, was ich gar nicht gesehen habe. Ah, okay. Die sind nicht alle da unten drin. Ja gut, jetzt bauen wir erstmal die anderen fertig. Und dann schauen wir weiter, hätte ich gesagt. Brauche ich erstmal noch das Schmiedekunstzeug weiter und dann schauen wir mal. So, also jetzt gehen wir hier wieder auf Classic. Ich dachte jetzt fälschlicherweise, dass die alle unter den einem Tab sind, aber sind sie tatsächlich gar nicht. Mal schauen. Ich hoffe, ich kann dann hier auch alle lernen, aber müsste eigentlich. Warte mal, die Waffen schieben wir jetzt hier mal runter. Da muss ich dann mal gucken. Aber sonst kann ich mir ja einen Testchar erstellen, also das ist, denke ich mal, auch nicht das Problem. Wert haben wir. Dann, was haben wir hier noch? Giftzahn. Da gibt es auch ein paar ganz cool aussehende tatsächlich. Komm, das können wir gleich lernen. Kann ich dann sofort verkaufen. Da gibt es wieder schön schnell T-Mock, ne? Haben wir natürlich ein bisschen was für hingeblättert. Und das Angenehme ist, diese Auktionshaus-Scans zeigt mir jetzt halt nicht mehr dieses ganze ZG-Zeug an. Da muss ich mal durchgucken, was das jetzt genau ist. Ist das was, was vielleicht irgendwie ein removedes Item ist oder was ich nicht auf dem Schirm hatte oder irgendwas, so ein World Drop, der günstig ist. Und das ist dann wesentlich angenehmer. Okay, dann machen wir jetzt hier unten in der zweiten Reihe die Plattensachen. Verkaufe ich. Unten sind die Waffen und dann habe ich noch, weil ich glaube, ich habe keinen Worry auf dem Server. Das kommt auch wieder weg. Stellen wir das hier noch her. Dann muss ich bei Platte auch mal noch durchgucken, welche Teile ich jetzt da noch übersehen habe. Schau mal, die Waffe hat sogar einen Proc drauf, oder? Ach, mehr Angriff. Okay, gegen Angriffskraft gegen Drachkin. Das ist jetzt irgendwie nicht so berauschend. Das schicken wir dann auch wieder auf irgendeinen Waffenchar. Ich glaube, ich muss mal gucken, was für Klassen ich hier habe. Ich habe auf jeden Fall einen Draktür. Ich habe, glaube ich, einen Schurken. Aber der Herr Schurke kann keine Zweihandschwerter tragen. Da muss ich jetzt mal schauen, was ich so dabei habe. Eventuell, ne, muss ich mal schauen, muss ich meinen Testchars wieder löschen. Das ist immer so auch ein bisschen blöd tatsächlich. Weil man kann ja nur gewiss viele Testchars auf einem Account haben. So. Noch einen Kolben. Ich habe anscheinend gar nicht so sehr verkackt mit den Rezepten. Gut, habe ich das irgendwie gar nicht hier getrackt? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Untrack, track.
Kann ich irgendwie gar nicht tracken, warum auch immer. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine normale Waffe ist. Aber das erfordert auch hier diese Kohlpfanne des Wahnsinns. Ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein richtiges Item ist, wenn ich ehrlich bin. Weil das wird hier vorne auch nicht abgehackt. Das, bevor ich, glaube ich, da noch was reinwaste, schaue ich dann nochmal, was das genau ist. Weil da bin ich mir jetzt irgendwie nicht sicher. Gucken. Gut, jetzt schauen wir mal, was jetzt hier noch fehlt im Classic. Ne, da kann es natürlich sein, dass da noch andere Sachen drin sind. Frag mich jetzt, was dieser Haken heißt. Ne, der gelbe heißt eigentlich, dass du es verkaufen kannst. Ah, genau. Die sind alle beim Anlegen gebunden und die sind quasi verkaufbar. Aber was der grüne Haken heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt schauen wir mal, ob hier auch noch irgendwelche Items mit dabei sind. Bei Lederer war es ja anscheinend so. Nö. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Dann gucken wir nochmal beim Lederer rein. Gehen nochmal auf Classic zurück. Dann gucken wir mal. Also, das hier fehlt unter anderem noch. Klappt das irgendwie? Kann ich da nichts mehr tracken? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Wenn ich da jetzt eine 1 reinmache. Viele Sachen, oder? Ich glaube, ich habe da irgendwas verkackt. Warte mal, ich kann das zurücksetzen mit dem Befehl. Ah, okay. Ja gut, jetzt habe ich es zurückgesetzt. Da hat irgendwas gebuggt anscheinend. Okay, wir haben es wieder behoben. Dann das kann ich einmal craften. Das hier einmal. Das einmal. Ich glaube, manche von den Rezepten hatte ich auch schon von damals tatsächlich. Bloß konnte die nicht craften, weil es diese Mats nicht mehr gab, ne? Die hat ja Blizzard rausgeschmissen. Und jetzt haben sie die wieder irgendwie neu eingefügt. Okay. Also davon brauchen wir nochmal 12. Dann haben wir hier 16 Runenfäden. Den Teilen. Ja, oh, das ist. Da wird es teuer, ne? 32. Wahrscheinlich kannst du da jetzt einfach irgendwelche Tiger oder Fledermäuse quasi abkirschen dann. Aber ich kaufe mir das jetzt im AH. Also, das craften wir jetzt noch fertig. Sieht nämlich da zumindest schon mal gut aus. Dann müsste beim nächsten Scan da deutlichst weniger drin sein. So, okay. Dann schauen wir mal nochmal rein. Dass man hier nicht einfach irgendwas einstellen kann, nur Sachen, die man noch nicht als T-Mock hat. Aber ich glaube, die Einstellung gibt es tatsächlich nicht. Direkt erlernen. Muss ich mal aufpassen, dass ich nicht versehentlich dann mein Main-Gear verkaufe. Das ist mir das ein oder andere Mal schon blöderweise passiert, wenn ich so Sachen getemockt habe. Ne? Verkaufe ich alles, was ich im Inventar habe, hab dann noch das Mock-Teil an und dann tigerst du irgendeinen Endgame-Content los und hast dann eine Level 15er oder 25er Brust oder irgendwas anderes an. Hab schon einen Mythic-Boss mit einem Low-Level-Item gekillt. Damals sogar einen Endboss, Eichimond. hab ich auch T-Mock gesammelt und dann irgend so ein Low-Item angehabt. Dachte mir dann, heute habe ich gar keine Aggro-Probleme. Also ich habe immer die Probleme gehabt, dass ich zu viel Schaden gemacht habe und dem anderen Tank geovergenügt hatte. Und dann war das auf einmal in dem Run nicht so. Lag halt daran, weil ich irgend so ein Low-Item anhatte. Gut, jetzt gucken wir mal. Aber jetzt ist hier ist doch noch was drin. Kann ich die nicht, oder? Kann ich das nicht suchen? Warte mal, ich mach's mal neu auf, eventuell. Und jetzt hier, Classic Lederer, wird immer noch diese Brust angezeigt. Classic einstellen. Blutige. Ah, schau mal, da. Na, da ist All the Things manchmal gar nicht schlecht, ne? Da wird das so ein bisschen angezeigt. Sieht man auch, was man alles hat. Okay, die habe ich. Dann, Schuhe des Peinigers. Ah ja, okay, da habe ich mir anscheinend keine Mats gekauft. Dann tun wir das mal in den Tracker noch rein. Dann brauchen wir hier
Irgendwas. Ah, schau mal, da sind zwei Dschungelteile. Okay, die kommen noch in den Tracker rein. Die habe ich anscheinend auch übersehen. Perfekt. Und dann habe ich noch diese Kordel, ne? Da haben wir sie. Ah ja, seht ihr? Da ist das gar nicht so schlecht. Und die ganzen Sachen sind ja alle aus Dragonflight, ne? Das ist was anderes. Ist das hier noch ein Schmuckstück? Ah ja, gut, aber das ist alles aus Dragonflight, so wie es aussieht, ne? Das sind. Da brauche ich ja immer die Funken tatsächlich, deswegen ist das aktuell noch nicht drin, aber die sollen ja irgendwann rausfallen demnächst, also mit einem Patch, habe ich gehört, also eventuell kann ich dann alle craften oder ich muss mit ein paar Twinks noch Funken und diese eine Materialie holen, da muss ich mal schauen. So, das haben wir noch. 27. Ah, das Leder ist schon, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich damit jetzt einfach noch ein bisschen warte und jetzt sind wir quasi noch in der ersten Woche von ZG. Wird wahrscheinlich sogar noch ein Ticken günstiger. Aber ich will das jetzt abgeschlossen haben. Wisst ihr, kennt ihr das, wenn ihr so Sachen einfach weghaben wollt? Mich nervt das immer bei den Scans, dass diese ganzen ZG-Items drin sind. Und dass ich dann immer alles durchsuchen muss. Und ja, dann habe ich es einfach weg. Und dann hat sich das erledigt. Dann kann ich quasi zum nächsten übergehen. Was haben wir jetzt rausgehauen? Kommen wir schon langsam näher an die 200k ran. 163, ne? Wenn ihr etwas Exotisches findet, so, wahrscheinlich sind bei Schmiedekunst auch noch ein paar drin, vermute ich mal. Aber da gucken wir dann gleich nochmal rein. Achso, da fehlt doch noch was. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss Spike irgendwie überblättert. Den kaufen wir uns noch. Und hier das das Tigerleger habe ich mir doch. Okay. Scheint. Anscheinend übersehen gehabt. Okay, dann craften wir das jetzt nochmal. Also, noch einmal. Okay, warte mal. Achso, das ist Kette, ne? Das kann ich nicht anlegen. Ach, Dreck, die habe ich ja noch hier im Inventar. Ich bin ein Vollidiot. Okay. Okay, jetzt habe ich mir ein paar Mats gekauft für nix und wieder nix. Ich merke gerade, das war dumm. Stimmt, die hatte ich ja noch nicht rüber geschickt zum Lernen. Ja gut, das ist Lehrgeld. Aber das war jetzt nicht so viel, ne? Das waren jetzt vielleicht 20k oder so, wenn überhaupt. Ja, okay, RIP. Das war jetzt ziemlich dumm. Das merke ich jetzt gerade selber. Das war ziemlich dumm, ehrlich gesagt. Sepp drin. Ah, die wollte ich mir noch holen, ne? Da kann man sich jetzt in Legion zwei Rezepte holen. Ist okay. Ah, hier ist jetzt Classic drin. Die habe ich jetzt alle gelernt. Das müsste ich jetzt mal updaten. Ah, jetzt sind die rausgeflogen, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die ganzen Waffen rumliegen habe. Das habe ich. Habe ich. Wache habe ich. Da habe ich. Das habe ich. Aber die fehlen jetzt hier noch, die drei. Und nirgends im Inventar, ne? Nicht, dass wir jetzt wieder verkacken hier. Stellen wir nochmal um. Okay. Der Giftschlitze. Achso, das ist das, was ich noch nicht gelernt habe. Okay, I see. So, das ist das hier. Da brauche ich aber auch diese Kohlenpfanne, ne, für... Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, clearen wir das nochmal. Jetzt gucke ich mal, ob ich das noch herstellen kann. Und dann müssten wir eigentlich soweit gut aufgestellt sein. Kann es sein, dass das mein Add-on kaputt macht? Dieses eine Rezept scheint ein bisschen broken zu sein. Ich glaube, das müssen wir jetzt manuell rauskaufen. Das scheint mein Add-on irgendwie kaputt zu machen. Warum auch immer. I don't know, was mit dem Rezept verkehrt ist. Es wird ja auch vorne kein Haken angezeigt, ne? Also ich vermute jetzt mal, dass man da beide Klingen rauskriegt. Aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Wir stellen es jetzt einfach mal her. Und dann werden wir ja sehen, wie es aussieht. Halt 30k. Dann haben wir hier nochmal 30. Haben wir. Das Mojo brauchen wir noch. Dene. Und hier brauchen wir 6 Stück. Gut. Schauen wir mal, wie das genau läuft. Also ich brauche diese
Was haben wir denn? Lüftige Seelen haben wir da. Okay, alles klar, das ist irgendwas anderes. Ich brauche diesen, dieses Toy, ne? Das habe ich mir geholt, also das sollte nicht das Problem sein. Und dann... mal, ob wir das jetzt hier... Okay, also dann schauen wir mal, wo haben wir jetzt die Kohlenpfanne? Müsste doch das Ding sein, oder? Spielzeuge. Genau, hier haben wir die Kohlenpfanne des Wahnsinns. Die stellen wir jetzt einfach hier daneben hin. Ah, jetzt können wir es craften. Holy shit, ist der Balken... Was zur Hölle? Hat er mir einfach umgebracht? Lass mich mal raten. Ich brauche wahrscheinlich den anderen, diesen Buff von dem Trank auch, schätze ich mal. Kohlenpfanne hat mich einfach dahin gerafft. Holy shit. Okay, es scheint so, ob bei dem Rezept noch ein bisschen mehr dahinter ist. Also ich mutmaße jetzt einfach mal. Die Kohlenpfanne ist noch da. Wisst ihr, was ich glaube? Ich muss bestimmt den Trank einsetzen, dass ich das craften kann. Da gibt es ja nämlich diesen Buff. Jetzt kaufe ich mir noch so einen Trank. Schau mal, ob das ist, was ich meine. Sonst muss ich das mal googeln, was da los ist. Weil das hat mir ja 500k Schaden gemacht. Das hat mich einfach gewonshottet. Also, war ja alles zu spät. So, ich habe mir jetzt den Trank geholt und das Ding eingesetzt. So, jetzt versuchen wir das mal nochmal hier. Jetzt bin ich nicht tot. Schon ein bisschen Schiss jetzt gerade, muss ich ehrlich sagen. Was, fehlgeschlagen? Ja gut. Legt denn das fehl? Also das klappt, das mit dem Trank war schon mal die richtige Entscheidung, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier gerade nicht klappt. Vielleicht muss man das an einem bestimmten Amboss in ZG oder so machen. Ja gut, okay, dann belassen wir das jetzt erstmal dabei und gucken mal weiter, würde ich sagen. So, Dalla, ich habe mir jetzt ein bisschen schlau gemacht und zwar muss ich anscheinend hier nach ZG zurück und dort das Ganze machen. Jetzt setzen wir hier mal die Kohlenpfanne wieder hin. Ich bin jetzt quasi in ZG in diesem Hort des Wahnsinns und anscheinend muss ich das da machen. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Also, ich habe die Mats wieder dabei, habe immer noch den Trank drauf, habe das Toy am Start und bin im Hort des Wahnsinns. Also, mehr Wahnsinn geht jetzt eigentlich gar nicht. Und tatsächlich, ich habe die beiden Dinger... Oh, die sind sogar Blizzard-Account gebunden, die Schwerter. Interessant. Deswegen wird das auch nicht gescheit angezeigt, weil das zwei Teile sind. Ah, witzigerweise habe ich das T-Mog jetzt gelernt, obwohl ich Schwerter nicht tragen kann. Warum kriegt das Blizzard nicht bei allen Items hin? Ne? Bloß weil die jetzt hier Blizzard-Account gebunden sind. Weil eigentlich hätte ich die jetzt wahrscheinlich noch zu einem Twink schicken müssen, um dementsprechend das T-Mog rauszukriegen. Gut, ich habe jetzt hier für die ganzen Sachen 190.000 ausgegeben. Sogar ein bisschen mehr noch, aber ich habe gerade noch Gold versehentlich aus dem Postkasten genommen. Und ja, das habe ich jetzt schon mal eingetragen. Mit dem ganzen Stuff sind wir jetzt schon mal bei 924.000. Jetzt lerne ich mal die T-Mog-Sachen noch. Und dann gucken wir mal nochmal rein, wo, wie, was. Also ihr seht, die Teile habe ich jetzt schon mal rübergeschickt. Da muss ich jetzt nochmal umlocken, dass ich die lerne mit meinem Evoker. Und die Schwerter. Achso, ja genau, das ist das, was ich nicht craften konnte, ne? Warte mal, kann ich das daten? Ah, okay, das sind alles Dragonflight-Sachen. Warum habe ich denn das hier nicht gelernt? Okay, das müsste ich mir auch mal noch kaufen. Interesting. Waffen. Achso, das sind auch alles Dragonflight-Sachen, ne? Ja, gut. Ja, die Dragonflight-Sachen, die muss ich mal so lernen, aber das ist jetzt das letzte aus den alten Expansions. Und da muss ich jetzt aber erstmal schauen, wo ich das, ob ich das Rezept nochmal irgendwo günstig kriege. Ich kann jetzt mal just for fun reingucken. Inwiefern. Achso, das, können wir das so machen? Ist das drin? Ah, jetzt ist es günstiger drin. Eben war es noch für 600k drin. Jetzt ist eine für 400k drin. 25k wäre die Waffe, ne? Hier, na gut. Aber, oh, die muss ich jetzt nicht unbedingt gleich kaufen. Das ist jetzt, oh, warte mal, das wollten wir nicht. Ist das hier? Herstellung kosten 4k. Naja, gut, also ich sag mal so, ich hoffe, das Rezept brauche ich ja eh. Das werde ich jetzt die Tage irgendwann mal hoffentlich nur günstiger mal kriegen und dann stelle ich es mir selber her. Mal schauen.
Gut, dann muss ich jetzt erstmal die Sachen lernen, dann gucken wir mal vielleicht noch ein bisschen bei den anderen Berufen. So, da jetzt bin ich auf meinen Hexer weitergelockt. Der hat hier einmal Schneider und VZ. Und dann gucken wir jetzt mal rein, was es da noch Tolles gibt. Alles Kochkunst hier. Wir hätten hier ein Rezept für Schneider, noch eins für Schneider, eins für VZ. Dann das ist, habe ich mit dem anderen Char schon, die bodenlose Tasche. Und das ist ein aktuelles Rezept, ne? Und das hier habe ich auch schon, keine Ahnung. Es wird irgendwie hier komisch angezeigt, obwohl ich das schon habe. Also das ist ein bisschen weird, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, ich würde sagen, die ZG-Rezepte kaufen wir uns mal. Hier auf dem Server ist es Low, da ist es ein Low-Pop-Server. Da sind die Preise wesentlich höher. Auf anderen Servern kriegst du es bestimmt viel günstiger. Wobei regionaler Marktwert ist tatsächlich sogar höher. Strange. Naja, gut, aber der Verkaufspreis ist niedrig. Gut, dann haben wir jetzt hier 30k oder 40k knapp. Hier 45. Da haben wir jetzt 90. Komm, scheiß drauf. Wir machen das jetzt voll. Wahrscheinlich könnte ich jetzt noch ein paar Wochen, Monate warten und würde es irgendwie günstiger kriegen, aber das will ich ja jetzt fertig bekommen. Ja, 175k waren das jetzt. Das war jetzt, glaube ich, mehr als alle Lederrezepte, die ich mir gekauft habe. Ne? Das ist halt der Unterschied zwischen Blackmore und Lothar. So. 175, das können wir schon mal eintragen. Und dann kaufen wir uns jetzt gleich noch das Zeug. Dass ich mich jetzt nicht hier peinlich verrechne, tun wir es lieber nochmal in Taschenrechner eintippen. Also, dann sind wir jetzt bei den Rezepten bei 320. Jetzt sind wir schon bei wieder über 1 Million. Holy shit, haben wir einen Haufen teure Sachen gekauft. Und dann gucke ich mal, was ich jetzt hier zum Einkaufen habe. Also, wir gehen einmal auf Classic. Dann sind es hier unten die paar Rezepte. Ein paar habe ich ja zum Glück schon aus der Instanz, deswegen waren es jetzt nur zwei, ne? Ich habe ja auch schon ein bisschen selber gefarmt gehabt. Gut, die Sachen. Aus Sicherheitsgründen gucken wir jetzt hier nochmal durch. Nicht, dass es wieder wie bei Lederer geht, aber es scheint jetzt hier nichts dabei zu sein. Okay. Und hier sagt er mir auch 1, 2, 3, 4 Sachen. Okay. Und beim VZ, ich weiß jetzt nicht, was das genau war, aber ich glaube, das war sogar ein Item, also ein Gear-Item, ne, was wir da hatten. Mal. Okay, das sind die Raid-Sachen, Außenbereiche. Wo ist jetzt hier Classic? Komisch, hier wird Classic gar nicht angezeigt. Erweiterung Dragonflight. Das war's. Ah, doch, hier Classic. Ah, da sind hergestellte Gegenstände. Okay, da ist nur das eine drin quasi. Okay, also mehr als das hier ist es nicht. Dann sind es jetzt VZ und Ding quasi genau die vier. Also 75 haben wir jetzt. Das tragen wir dann unter dem anderen ein quasi. Ich hoffe, da muss ich jetzt nicht wieder nach Zul'Gurub rüber. Oh, warte mal, ich habe den Chat mal auf, deswegen funktioniert das hier gerade nicht so gut. Oh, der ist aber, ne, hier. Ich glaube, die waren auch schon mal günstiger. Kann mich dann ja, muss mir dann halt quasi noch überlegen, ob ich für Goldmaking-Gründe versuche, die Sachen mal herzustellen und Sahar zu basteln. Ich weiß nicht, auf Lothar macht es wahrscheinlich wenig Sinn, weil da halt so wenig Leute sind. Aber vielleicht auf Blackmoor müsste ich mal gucken. Das überlege ich mir mal noch. Aber das ne, werdet ihr dann in meiner anderen Serie sehen, wo es ums Goldmaking geht. Hier geht es ja eher ums Gold ausgeben. Aber das wäre vielleicht eine Option, da mal zu gucken. Ne? Ist halt die Frage, da jetzt halt viele Leute die Rezepte haben, werden wahrscheinlich auch einige das reinstellen, ne? Also von dem her, ist halt die Frage, ob sich das wirklich lohnt, nicht, dass du da ewig und 3 Tage drauf hocken bleibst. So, dann das Tigerleder. 12.000. Trank einmal. Roten Farbstoff, ja, ich weiß, den gibt es beim Händler, aber ganz ehrlich, bis ich jetzt zu dem Händler laufe, die 7 Silber, die bringen mich jetzt nicht um. Und das Holz gibt es auch beim Händler, das weiß ich ebenfalls, aber wenn das jetzt nicht 20 Gold aufwärts ist, dann laufe ich da. Wahrscheinlich würde ich nicht mal für 100 Gold zum Händler laufen, ich sag's euch, wie es ist. So, okay. Dann craften wir das. Okay, dann haben wir einen Turban. Der sieht so ähnlich aus wie der Turban, den du damals gekriegt hast für die Questreihe fürs Öffnen von Akku. Da gab es auch so einen Turban. Ich glaube, den habe ich sogar noch auf der Bank liegen. Wenn er mit dem Main oder mit dem Hexer hier tatsächlich. Der hat, glaube ich, irgend so einen Sondereffekt mit Silence drauf oder irgendwas konntest du damit machen auf jeden Fall. Den habe ich mir alle Jahre aufgehoben.
Bringt natürlich nicht sonderlich viel, aber ne. So, okay, dann haben wir das hier noch. Kann ich hier gar nicht wegklicken, also kannst du das X drauf. Ah, okay. Gut. Dann sind die ganzen hergestellten Sachen jetzt hier raus. Wunderbar, jetzt sind da nur noch die aus der aktuellen Expansion drin. Und dann hatten wir ja noch VZ. Und auch da wollten wir hier reingehen. Und was war das? Ein Stab, oder? Ja, ein Zauberstab sogar. Den kann ich dann auch mit dem lernen. Genau die richtigen Berufe hier im Start. So, Mats haben wir auch nicht zu viel gekauft. Wunderbar. So, dann eigentlich die ganzen Sachen wieder zum Teufel hauen. Und was habe ich jetzt ausgegeben? Haben wir 96, fast 97, dann minus die 75, sind wir bei 22k. Und hier hatten wir 190 quasi schon, also haben wir 212. Jetzt muss ich mal gucken, was da noch so für an Berufen, an Stuff dabei ist. Ich vermute mal bei Inschriftenkunde war, glaube ich, noch was und sonst und glaube ich, bei Inji war auch noch was, aber da muss ich jetzt mal gucken. Gut, dann können wir eigentlich wieder weiterloggen an der Stelle. So, Dola, ich bin auf meinen Inschriftenkunde-Char jetzt und hier habe ich jetzt auch noch zwei Rezepte entdeckt. Okay, was haben wir? 45k und das andere ist für 55. Oh, jetzt haben wir fast das Falsche gekauft. Halt, stopp. Na ja, gut. Günstig etwas anderes, ne? Aber wir wollen es jetzt hier fertig machen. Latte 100k zusammen. Schauen wir mal, was wir da jetzt noch an Craft-Kosten haben. Ich glaube, ich habe noch ein anderes schon so gelernt, meine ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. So, dann gucken wir mal rein. Es sind drei Sachen in Classic, so wie es aussieht. Classic. Hier unten, okay. 1, 2 und 3. Also 1 hatte ich anscheinend bei meinem Run schon selber bekommen, so wie es aussieht. Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Zwei Stück. Brauchen wir 4 Stück. Da brauchen wir 14. 1. Brauchen wir 22. Da, die Runen hatten wir. Dann davon brauche ich 10. Ein Fläschchen der obersten Macht. Das ist auch teuer, ehrlich gesagt. Das Fläschchen brauche ich 4 Stück. Da geht aber mein Gold ganz schön dahin. Ich hoffe, das kann ich mir überhaupt leisten. 32. Da ist jetzt gleich pleite. Haltiges Mojo brauche ich 3. Halt, das haben wir gerade gekauft. Dann brauchen wir diesen Traumtrank. Da brauchen wir auch. Ne, großer Traumtrank brauchen wir 5. Davon brauchen wir 3. Und von den letzten brauchen wir auch nochmal 3. Drei Holz. So, okay. Schauen wir mal, dass wir die Teile noch craften. Mal. Brauchen wir einmal und dann noch das letzte. Kann ich alle mit dem lernen, oder? Das sind Stäbe. Und 3. Wunderbar. Was hat das jetzt wieder gekostet? Alter, 45k nochmal? Die Mats waren aber jetzt schon dezent teuer. Also hier bei den Rezepten habe ich nochmal 100k, ne? Also haben wir 420. Und hier haben wir 45, also 250, 6, 57, ja. Okay, das ist jetzt ehrlich gesagt schon fast mehr gewesen, als ich dachte. Gut, dann loggen wir auf den nächsten. Warte, ich glaube, Inji müsste auch noch irgendwas sein. Muss ich mal gucken. Und vielleicht Juve noch. Aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher.
So, Dala, ich bin jetzt auf meinem Indie-Char eingeloggt und habe gesehen, dass es da gar kein Rezept gibt. Jetzt habe ich mal so einen Rezepte-Scan gemacht, um zu gucken, was, wo mir da jetzt noch was fehlt. Also wenn ich jetzt hier schaue, das ist der aktuelle Content, ne? Das auch. Alchi, ne? Schmiedekunst, das, ja, das war auf dem anderen Server auch. Hier haben wir ein Juve-Teil. Aber das kostet halt hier 600.000. Also das kannst du, denke ich mal, ziemlich knicken. Also das werde ich mir sicher nicht kaufen. Was kostet das auf anderen Servern? Holy shit, auf anderen Servern ist das auch so teuer. Ja gut. Da muss ich mal gucken, wie man da rankommt. Also das ist noch ein bisschen zu teuer. Das ist aus... genau, das ist die Stangenwaffe. Die hat auf dem anderen Server ja auch so viel gekostet. Und das sind die alten Worldboss-Rezepte. Da lasse ich auch mal die Finger von. Also die sind jetzt alle bei mehreren hunderttausend. Heißt, da werden wir jetzt die Finger lassen. Jetzt können wir auch gleich bei Temok gucken. Gut, das ist jetzt hier Lothar, ne? Mit wesentlich weniger Items drin als die anderen Server. Aber ihr seht, diese ganzen ZG-Sachen sind raus. Bis auf das hier. Das, was ich hier mit dem Schmied mir noch das Rezept holen muss. Und das ist, glaube ich, dieses eine Juve-Teil. Aber dann habe ich mir soweit alles gecraftet. Und ja, dann können wir mal reinschauen. Wir sind ja jetzt schon wieder über die Millionen drüber. Also jetzt haben wir nochmal zusammengefasst für den Speer, ne, das Weiß Removed, da habe ich 100k ausgegeben. Für das Katana, den dieses World Drop Item, 120. Dann haben wir das eine graue Item von diesem Ventier, Gluthof, für 50k. Die drei Toys für jeweils 100. Dann habe ich das fürs Goldtransen für die Toys und den Ding hier 19k noch ausgegeben. Die ZG-Rezepte, die mir gefehlt haben, und ich hatte schon die meisten tatsächlich mir selber gefarmt, für 120k und um die Teile herzustellen, nochmal 257.000. Insgesamt haben wir jetzt 1.266.000 dafür ausgegeben, aber ich sage mal so, ich habe jetzt Ruhe von den Toys, ich habe Ruhe von den ZG-Items, bis jetzt auf zwei Dinger, aber da warte ich vielleicht doch noch, bis sie ein Ticken günstiger wären, und da bin ich jetzt eigentlich ganz froh drum. Hätte jetzt nicht gedacht, dass so schnell wieder das Video fertig ist, aber gut, jetzt haben wir wieder über 1 Million durchgebrannt, und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Waste-Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.